mit schön mit Hintergrundgeräuschen, also so das Intro. Und wie läuft? Ja, läuft. Nur noch die richtige Bedüsung finde, dann wird schon passen. Ey, Reach, wo liegen denn die Zettel für die TH? Ja, aber meinst du, hab ich die schon mal gesehen, oder? Ja. Dann darfst du das nicht fragen. Dann musst du das nicht... Nein, die Geld. Geh mal ein bisschen lauter. Das ist dann wirklich kreativ. Alles super. Wo ist der Blitzer? Es macht genau die Bodenwellen mit. Es gleicht es genau aus. Das ist auch geil, wenn man zu wenig Leistung hat, bremst man einfach und optimiert somit die Vergaserlage. Wo ist da der Schlingel? Ja, der versucht hier sich schreiberisch aus der Affäre zu ziehen. Schreibt schnell einen anderen Namen rein und verlässt das Gelände. Was hat er gemacht? Was sagst du dazu? Was hast du der Verteidigung zu sagen? Ah, ich habe nichts zu sagen. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Was passiert? Ist das Wurf etwa frisiert? Wie bist du denn auf dieses krasse Design gekommen? Keine Ahnung, Bock drauf gehabt. Nur irgendwie keine Mühe gegeben, ne? Ja, aber ich hier. Hauptsache schnell und hässlich. Das gibst du sogar selbst zu. Ja. Okay. Guten Tag. Begrüßen euch zum dritten DSSC-Lauf hier in Altenhofen. Die
technische Abnahme läuft ja schon, wie ihr seht. Die Anmeldung natürlich auch. Wir können in circa 10 bis 15 Minuten mit den Trainingsläufen starten. Ansonsten, wie ihr wisst, fahren wir heute mit den Holländern zusammen, mit der SBO. Schön. Fabi, komm mal her, was haben wir gemacht? War nichts dabei. Ja, ein Drittel verlängert worden immer. Also das spricht ja für sich. Ja. Das war's. Und die Breite ist verändert worden. Von Rollen. Ja. Und du hast da jetzt noch eine Möglichkeit, eine 13 Zoll Felge zu fahren, aber irgendwie hat die 3 PS weniger gehabt, deswegen ist sie gerade wieder rausgeflogen. Yeah.
Und, alles fit? Yeah. Zufrieden? Jo, bis jetzt schon. Zweiter Platz bis jetzt. Mal gucken, ob es jetzt der erste ist. Bist du Index oder? Index, ja, Sportklasse. Ganz schön windig, Bäumchen. Damit die Leute das auch trotzdem erfahren. War das, als du versucht hast, mit dem Fuß die umfallende Tafel zu retten? Wie war denn das? Sein Fuß ist gebrochen? Nerven sind eine Frage drin. Das sah auf jeden Fall geil aus. Dabei sein ist alles. Er hat es versucht. Achtung, Abi! Also, eins ist klar, Altenhofen ist eigentlich eines der geilsten Treffen. Wenn das keine aufbauende Saison wäre, sondern sowas wie ein Film, wäre Altenhofen eigentlich das Showdown. Weil das Treffen ist, wo sau wenig Öffentlichkeit ist und echt nur Fahrer. Nur Pro-Fahrer, nur Leute, die zu jedem Rennen kommen, weil hier sonst keiner irgendwie was verloren hat. Und aus irgendeinem Grund haben wir es seit Jahren nicht geschafft, mal sauberes Wetter zu haben. Oder ein Guss, wo du sagen kannst, der Lauf, der wird nichts. Es ist immer durchwachsen, es regnet immer mal kurz. Jedes Jahr dasselbe. Und dabei ist das hier eigentlich so sehr repräsentativ. Sehr, sehr geile Atmosphäre. Oder nicht? Sag nur laut ja. Ja. Gut. Dankeschön. Shit off Sim. Wir fangen jetzt an. Soll ich mal meine Einschätzung abgeben, wer gewinnt heute? Michael Görges. Team Deutschland. Team Deutschland, das ist ja sowieso klar.